nach den Filmen Der Erde so nah, La Corazon de la Tierra und geliebte Clara über Clara Schumann, wurde mir wieder klar, dass es in dieser Simulation, in diesem Leben, auf diesem Weltenbühnentheater, Theater, nicht Theautor, nicht Theos Autor, eindeutig darum geht, erstmal zu selegieren, wer die Herausforderungen neugierig, freudig, abenteuerlustig annimmt. Welche eben das Selektionsaussieb, Ausfilterungssieb des Lebens sind, dieses kurzzeitige Schmetterlings-Zwischendasein der Handlungserprobungen, des Ausprobierens, des Mitgebrachten aus dem letzten Zyklus. Welche Handlungen, welche Bewegungen notwendigerweise dezentriert, unten, offen, ungeschlossen sein müssen, niemals vollständig sich jemals aufheben können in Gleichartigkeit, sondern eben den Bewegungsdurchlauf durchlaufen müssen. Der Terniarisierung. Denn wären sie das nicht, wären sie vollkommen aneinander passend, würden sie sich wechselseitig ohne Rest aufheben. Und das ist dann nichts anderes als der Tod, der nachfolgende und der vorfolgende Zyklus, in dem sich nichts bewegen muss, in dem tatsächlich dann die Harmonie, die in sich Stimmigkeit, die Einheit eintritt. Die Ruhe im Karton. Aber Leben ist etwas völlig anderes. Und daher die Tröstungssimulationen, die einem das Reale der Trägermatrixen, der Trägermatrizen, der Trägerrhizome nur kurzzeitig erkennen lassen. Und ihr bestimmungslos mit der Halbwertszeit. Nein, schaut man sich so Filme wie von Clara Schumann an, erkennt man, dass das Ziel der Rekombinatorik tatsächlich dasjenige ist, immer virtuoser, immer sensationeller, alles miteinander zu rekombinieren, zu versuchen, was nach Wahlverwandtschaftsgesetzen hinhauen könnte. Und noch sensationellere Kombinationen ergäbe, widerstandsfähigere, hochgezüchtete, zurechtgeschnitzte, fein geschrübelte, fein getüftelte Apparaturen, ein Formel-1-Rennwagen, der möglichst wenig wiegt, dessen Materialien immer ausgefuchster werden,
Körper immer weniger Gewicht, immer höhere Steifigkeit, Erektionsfähigkeit, Stabilität und der gleichzeitige Leistungssteigerung, Herauskitzelung bis an die Grenze des obersten Verdichtungspunktes, der möglich ist. Heute sogar variabel regelbar.